Wir sehen Hesseth hier als allererstes, probiert hier wieder so ein bisschen zu kreuzen, hält sich allerdings zurück, als er den Ranger hier sieht. Ansonsten bewegen sich erstmal zwei Spieler von Rot und drei von Blau Richtung Keep. Jetzt kommt da der bisschen verspätete Invade auf den blauen Close Point. Das sieht so ein bisschen so aus. In der Mitte jetzt das erste nächste Aufeinandertreffen. Da hat Tani gegen Set of Tumor und zwei weitere Spieler von Blau zu tun. Unten steht dann jetzt noch 720. Ja, reicht auch 720, 20, ja. Der Seven. da ein Von bisschen aushelfen oben kommt muss. jetzt Muffins noch dazu, möglicherweise ein bisschen spät. Der haut da noch ein paar Clusterbombs rein, aber ich glaube nicht mehr, dass er sich da allzu sehr reinstürzen wird, denn 2 gegen 3 ist immer nicht die beste Situation. Wäre ein bisschen früher da gewesen, wäre der Rest durch gewesen, wäre das möglicherweise noch ein bisschen besser. Sollte sich jetzt möglicherweise in Richtung Henge orientieren. Auf der Henge haben wir momentan Hans Nubums relativ weit down jetzt in dem Downstate 360, war da ganz kurz davor, hat es noch geschafft, sich da kurz ein bisschen hochzuheilen. Hesteth an der Ecke nutzt natürlich die ganze Range aus, die er hat und macht schön aus der sicheren Umgebung. Damage ist jetzt ein bisschen am Chasen an Roatien, der da jetzt in dem Downstate liegt. Und es sieht momentan so aus, auch wenn Spirits da noch ist. Ah, nee, es ist keiner zum Finishen da. Es ist 4, es ist in letzter Sekunde angesetzt worden. 360 setzt jetzt mit sehr, sehr fast, mit einem fast durchgegangenen Rest da noch an. Und da schafft der Rest auch noch Spirit kurz am Ende. Der 4 war nicht schlecht, aber da hätte noch Damage kommen müssen. Und 360 ist ja jetzt relativ low. Schafft es noch in letzter Sekunde sein, oder das Portal dann noch Portal von mitzulassen, Hesse, das Health ja. da stehen lassen hat. Und gehen jetzt mal hier. Oh, Muffins! Direkt down. Der war da einmal stunned und ist direkt in den Downstack gegangen. Kriegt hier einen Rest ab. Da kam, glaube ich, Mass Invisibility durch von Hellseth. Wurde dann wieder hochgeholt. Und jetzt hat hier Sense of Tumor ein bisschen Probleme mit dem Damage. Geht da außen in den Downstate, wird jetzt da nur gedamaged an. Jetzt kommt der Stomp dadurch. Der funktioniert auch. Das heißt, wir haben in der Mitte einen Down und einen komplett Down. Das bedeutet, die Mitte wird jetzt gleich an das rote Team gehen, an. Ich weiß gar nicht, wie wir es nennen sollen. Irgendwie ist es teils Denial, teils irgendwas mit Disney. Twerk. Okay. Die twerken gern, dann nennen wir die Twerk. Alles klar, okay. Die jetzt mit Twerk jetzt mit zwei Capture Points im Vergleich zu einem. Blau oh, sichert sich dafür erstmal ihre Waldkreatur, geht damit vorzeitig in Führung. Das wird nicht lange anhalten aufgrund der Capture Points, aber nichtsdestotrotz, der Buff konnte vielleicht ein bisschen helfen. Jetzt hat sich hier sehr, sehr sneaky Muffins durch die gegnerischen Reihen bewegt, hat er fast Decap angebracht. Allerdings kam da rechtzeitig Itty Bitty Bunker, der Guardian, dazu, um das Ganze zu unterbinden. Und Hans Noob. Ums, keine Ahnung, steht ebenfalls dabei, um den Punkt jetzt sicher zu halten. Da wird, glaube ich, niemand nochmal versuchen durchzugehen. Doch, Hesseth 360 versucht probiert es jetzt mit nochmal. 2 gegen 1 ein bisschen reinzugehen. Da ist sogar noch ein Dritter auf der Seite. Weiß nicht ganz sicher, was das jetzt sollte. Irgendwie, er hatte theoretisch die Verstärkung im Rücken, aber die haben sich dazu entschieden, dann doch zur Keep zu gehen und machen sich jetzt gerade auf den Weg zum Main. Der Cap ist fast durch. Nee, Hesseth ist da doch noch in letzter Sekunde. Warte mal, war Hesseth nicht. Hä? Nein, das war 360, der da auf dem Punkt drauf gerannt ist. Oh, okay. Hesseth jetzt mit dem Portal wieder abgehauen, ein bisschen aus dem Kampf raus. War da auch relativ low. Jetzt allerdings wieder da, um den entsprechenden Damage ausüben zu können. Hier auf. Oh Gott, der kämpft da gerade so ein bisschen um die Ecke, dass ich das nicht richtig sehen kann. Auf Orathion. Nee, wie heißt er? Doch. Doch, Oratien. Orathion. Ja, oder Oratien? Echt? Ist, Ja, müssen wir, ja, okay. kein TH. Übrigens, ich Kein möchte TH, mich okay. kurz erklären: The Lord und 3 sehen einigermaßen gleich aus. Ja. Urantian ist jetzt hier in den Downstate, wird von Hesseth gefinisht. Da sind noch zwei Leute, die da hinten auf dem. Drei Leute sind jetzt sogar. Der Knockback kam in letzter Sekunde. Rest wird angesetzt. Sense of Tumor jetzt am Resten. Spirit da auch, aber relativ low. Möglicherweise könnte da Spirit gleich in den Downstate gehen. Auch wenn er da noch die Seuche in letzter Sekunde angeworfen hat, geht er doch in den Downstate. Hans Nobus jetzt ziemlich weit down. Muffins macht weiter Damage auf Spirit. Urantian ist an der Seite am Damage, wird aber von Muffins da gleich ausgeschaltet. Hellseth ist direkt wieder hochgegangen und wieder in den Downstate. Ein kleiner Schlag hat das da geschafft, aber mit dem Refuge wurde er da noch gerettet, obwohl er jetzt gleich auch wieder wahrscheinlich wieder down gehen wird. Nein, der rettet doch nicht. Nein, Urantian Doch, rennt das. weg. Rennt weg. Nur noch Hans Nubus wurde da zurückgelassen. Da hätte der Stomp theoretisch noch kommen können, glaube ich. Die haben da Und sehr, sehr Tani hat lange sich jetzt. gebraucht.
drüben auf dem Erdwerk einen Decap gemacht und versucht den Decap jetzt auch zu halten. Irgendwie ist er da erst vom Punkt wieder runter, weil er sich überlegt hat, hey, die werden da gleich gerest. Da kommt allerdings plötzlich allerdings wieder, als er Spirits da kommen sieht und probiert den Punkt hier noch ein bisschen gegen ihn neutral zu halten. In der Mitte jetzt die Feste in den Besitz von Blau übergegangen, die immer noch ja, mit guten 25 Punkten führen. Das ist so ziemlich der Creature Kill, der ihnen hier zurzeit die Führung beschert hat. Jetzt übrigens, wo wir bei Creature Kill sind, Zwani wird angegriffen. Davon Muffins und wird auch gleichzeitig gestört von Eurotian und der wird jetzt eher gefokust. Oh, kriegt er sehr, sehr viel Damage von Muffins. Die Frage ist, wie schnell er den da down Die bekommt. Frage ist, Ja, wer schnell wird genug der jetzt gar noch vor dem von Rest. Zwani genutzt? Er benutzt ja jetzt ein bisschen Eurotian zum Töten von könnte aber das war jetzt zum Töten noch von Eurotian. Gefährlich werden. Er müsste jetzt schnell noch irgendwie. Na, nee, der Damage kommt noch, er wartet das einfach aus. Setzt dann noch seinen Baum hin, wartet, macht jetzt noch die letzten paar Schläge, ohne da auch nur in Gefahr zu gehen, dass dann noch möglicherweise ein Stil ankommen könnte. Und die Waldkreaturen sind irgendwie relativ beliebt. Spirit ist jetzt schon wieder direkt am Chieftain zugange. Ich weiß nicht, ob kann er sich aber auch erlauben, nachdem Tani da außen in Downsec besiegt wurde? Ja, Haseth könnte jetzt möglicherweise in Richtung. Das wird er nicht mehr rechtzeitig schaffen. Das ist ein offensiver Guardian. Oh ja. Das war doch relativ schnell mit Unterstützung. Wollte da vielleicht noch von hinten rangehen und da was wegkillen. Ja, jetzt zwei Leute, aber da kommen drei von hinten. Sie laufen so ein bisschen in die Zange hier rein. Es scheint recht gut gemacht zu sein hier von. Jetzt ist aber gerade keiner mehr auf dem Punkt. Wie ist jetzt blaue Team wieder? Ich hab's wieder vergessen. Sehen könnte. Das blaue Team ist Pro oder Two Meters Ahead. Ah, okay. Pro. Ich bleib bei Pro. Pro ist kürzer. Bro hat das da recht geschickt gemacht beim Verteidigen vom Erdwerk, gleichzeitig den Angriff auf die Mine gebracht. Da sind jetzt gerade Tani und Muffins dabei, den Punkt ein bisschen zu verteidigen. Haseth kommt dazu. Haseth wird da jetzt auch, glaube ich, mit ein bisschen Damage den Ausschlag geben können. Hans, Noobs, whatever, kriegt sehr, sehr viel Damage rein. Die Namen, können die Leute hier einfach einen Namen auswählen? Das würde viel einfacher. Der Schockgas war. Tani jetzt im Downstate. Der wird direkt zum Stop angesetzt. Allerdings auch direkt der erste unterbrochen. Eurotian lag da ebenfalls kurzzeitig im Downstate. Kam allerdings wieder hoch, dadurch, dass der Storm durchgekommen ist auf Tani. Jetzt Muffins außen im Downstate. Und nur noch Haseth, der hier das Ganze verteidigt. Ja, der jetzt kommt 360 ist noch von oben von dazu. Der Seite, der da die ganze Zeit reinhaut. Steht auch schon eine Weile. Und da kommt jetzt dann auch noch 720 da an der Seite dazu. Und sie können dann möglicherweise jetzt zu dritt hier noch probieren, die Leute zu bezwingen. Die Seuche dadurch kann jetzt natürlich nicht gut attackiert werden. Illibidi Banker jetzt in den Downstack gegangen, schön an der Seite. Aber Hans Nobus geht da jetzt hier auf Haseth. Hat es dann nicht. Hat den Falschen, glaube ich, gestompt. Oder hat er die Ability gezündet? Bin mir nicht ganz sicher. Aber Hans Nobus ist jetzt noch in den Downstack gegangen. Also da draußen ein bisschen Downstate-Fight. Ist die Frage, was wird zuerst gestompt? Das könnte hier jetzt ausschlaggebend sein. Hans Nobus wurde zuerst gestompt. Was bedeutet, beide im Downstate stehenden Twerker sind wieder hoch. Spirit jetzt auch noch im Downstate und dann wird hier Eurotian wurde gerade auch noch gestompt. Das sieht gerade sehr, sehr gut aus, als könnten diese Situation, die doch gerade sehr blaulastig aussieht, in wenigen Sekunden unglaublich gedreht werden. Sie machen sich direkt auf zum Keep. Wir haben da jetzt nur noch Sense of Tumor als letzte defensive Stellung. Irgendjemand muss aber dann auch theoretisch beim Close Point bleiben, weil ich glaube, dass da jetzt gleich eine Attacke kommen wird. Nein, beim blauen Close Point wird eine Attacke kommen. Hans Nobus geht da rein gegen Taney, der da jetzt aber auch noch von Eurotian da etwas abbekommt. Das wird er nicht lange halten können. Kriegt er noch Unterstützung von 720, aber 3 gegen 2 ist es jetzt trotzdem. Und Taney schon ziemlich weit down, als er da gegen die 2 kämpfen musste. Wir sehen jetzt, was die Punkte angeht. Obwohl blau und Capture Point hinten liegt, die Führung reicht erstmal noch. Dass hier so ein bisschen, sie sich so ein bisschen in Sicherheit wiegen können. Jetzt kommt der Stop in der Mitte, jetzt kommt der Decap in der Mitte, gleichzeitig mit dem Decap auf dem Erdwerk. Das bedeutet auch, der Cap wird nicht gleichzeitig kommen. Tani liegt da noch auf dem Punkt drauf, um eben den Cap zu verhindern. In der Mitte jedoch ist der Cap jetzt durch. Das heißt, wir sehen, ja, gute 38 Punkte, die da im Vorsprung herrschen zurzeit für Blau. Jetzt wird da außen die Creature gepinkt vom roten Team. Wir sehen das, da wird jetzt versucht, auf Swanee zu gehen. Irgendwer muss aber in der Mitte bleiben, denn Spirits ist da, um sich die Mitte zu sichern. Gleichzeitig außen wird jetzt auch die nächste Waldkreatur angegangen von Blau. Die wird sich nicht irgendwie aufgespart für ein fantastisches Fotofinish, sondern sie möchten das jetzt ein bisschen sicherer hier haben. Das werden dann gleich knapp 450 Punkte sein, wenn der Chieftain down geht zu 402. Barney wird jetzt auch da angegangen von Spirits außen. Das wäre natürlich der Hammer, wenn sie den Creature Kill auch noch durchbekommen. Und da kam der Steal! Wow!
Der Stil von Muffins da auf die Waldkreatur von Was Blau. jetzt bedeutet, dass Oh. Twerk hier die Führung an sich nimmt, aber nur bei 10 Punkten jetzt durch den Stomp noch ein bisschen erweitert. 50 Punkte to go für sie. Und jetzt kommt noch die Creature Kill. Was bedeutet, wir haben nur noch 4 Punkte, 3 Punkte auseinander und die ticken jetzt. Jetzt muss irgendwas passieren, dass hier Twerk das nicht holt. Sie sind jetzt hier 360, ist momentan in einem 1v1. Das könnte noch theoretisch zu lange andauern. Hier müssen sehr, sehr viele Stomps jetzt von Seiten Two Matters Ahead kommen. Hans Nobus ist jetzt noch mit drin, aber die ganzen Leute werden sich jetzt in einem riesigen Kampf in der Mitte versammeln. Es sieht nicht so aus, als könnte da noch ein Decap auf die Main kommen. Da sind zu viele Leute, die jetzt gerade hier noch Hans Nobus jagen. Wen haben sie da gejagt? Nein, sie haben natürlich Sense of Tumor gejagt, der jetzt noch oben mit reingeht. Da könnte jetzt noch ein 360 Storm kommen, aber da hat es nicht mehr ausgereicht. Die letzten 5 Punkte tickten noch dazu, aber mit den 2 Punkten, das kann man in so kurzer Zeit dann nicht mehr holen. Ja, was Sense of Tumor da schreibt, war, glaube ich, auch wirklich der Wendepunkt für dieses sehr, sehr knappe Match. Der Boss-Stil von Muffins hat er den Sieg für Rot gebracht. Übrigens der erste Sieg eines roten Teams in diesem Turnier, ja. Hey, Das ist, der gut, jetzt Fluch wurde gebrochen. von unser gecasteten Matches. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welche Matches da von unseren nicht gecasteten, wie die nicht gecasteten Matches ausgegangen sind, wenn ich das so sehe. Ja, June müsste einmal als Rot gewonnen haben. Ich glaube, das müsste quasi der zweite Sieg erst für ein rotes Team sein. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und das bringt uns jetzt auch mal eine andere Ausgangssituation hier auf Foefire. Denn wir Ja. hatten weder ein dominierendes Team noch hat ein blaues Team gewonnen. Ja, Das heißt, hier es, werden die Karten jetzt also, nochmal neu gemischt. das war irgendwie so ein Hin und Her. Ich muss sagen, in den Group Fights hat sich das so angefühlt, als würde ich weiß nicht, angefühlt ist auch so eine unexakte Methode, um das zu beschreiben. Es kam mir auf jeden Fall so vor, als würde in den Group Fights dann doch immer die Tendenz leicht in Richtung Twerk gehen, weil sie das da wirklich unglaublich gut geschafft haben, mit dem AE bei dem Storms dann noch auf die Leute drauf zu hauen und auch die Rezzes mit den teilweise noch Mass Invisibilities lagen da wirklich sehr gut. Wiederum war der Punktevorsprung die meiste Zeit auf seitens von Two Matters Ahead. Also hat Pro da wirklich den Vorsprung meistens gehalten. In letzter Sekunde dann aber noch einen guten Teamfight abgegeben, die Mitte verloren und dabei dann auch noch den Steal, der es dann letztendlich ausgemacht hat. Muffins hier wirklich der Gewinner dieses ersten Games. Ich bin sehr gespannt. Also hier gibt es absolut keine klare Tendenz von einem Team, das dominierend hat. Das ist doch das, was wir eigentlich haben wollen. Und umso mehr freue ich mich jetzt schon darauf, dass das Match hier beginnt. Ich weiß gar nicht, du musst mir mal kurz Bescheid geben, wann es beginnt. Ich poste gerade noch Jetzt. fixe News auf Facebook. Oh, okay. Dann schauen wir doch direkt mal in den Split rein. Ja, das ist, oh Gott, zu viel, zu viel Shoutcast. Okay, wir werden jetzt bei den Splits sehen, dass sich Twerk hier mit Tani alleine scheinbar auf den einen Close Point begibt, während sich die anderen vier hier Richtung Mitte orientieren. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Spirits direkt zum Enemy Close Point rennt, Hans Nubus da oben zum Waterfall und in der Mitte haben wir dann 4 gegen 3 Footwork. Das könnte recht interessant werden. Wir sehen direkt den Engage hier auf Sense of Tumor. Nein, außen wird jetzt Itty-Bitty Bunker gefokust, der gar nicht so bunkerlastig ist, wie sein Name vermuten lässt. Und jetzt sammeln sich auch die beiden Außenlinien hier in der Mitte. Das heißt, wir werden jetzt gleich ein 5 gegen 5 hier in der Mitte haben, wenn auch ein bisschen verzogen, dadurch, dass die Leute jetzt immer wieder versuchen, die Flächen oben zu nutzen. Wir sehen ja zum Beispiel Tani und 360 ein bisschen auf der erhöhten Position. Auf der anderen Seite war es, bis gerade eben der Ranger, der sich oben positioniert hat, jetzt laut Hesse war Hathaway. jetzt hier im Downside, hatte unglaublich Glück, dass ihm da seine Fähigkeit, weil er sich ja nicht auswählen kann, wo er sich hin teleportiert, oben drauf teleportiert hat. Dadurch wurde der Rest sehr, sehr einfach. 720, der Stomp wurde angesetzt, in letzter Sekunde kam dann noch ein Knockback. Der zweite Stomp von Hans Nubus hat es dann hier aber jetzt letztendlich gebracht. Damage kam dann noch von Sense of Tumor 360 einigermaßen low. Traut sich jetzt auch direkt wieder in den Fight rein, hält noch ein ganz bisschen Abstand oben auf der Kante. Muffins rennt natürlich wieder raus. Sie haben ein bisschen ein sehr, sehr offensives Team. Auch wenn wir zum Beispiel einen offensiven Guardian bei Pro haben, ist Twerk dann doch ein bisschen ein Problem, wirklich auf dem Punkt zu bleiben. Sie können die Teamfights an sich ziehen, aber sie müssen immer wieder rein und raus und rein und raus, um da wirklich nicht einfach im Cleave zu sterben. Ja, das, was du halt vorhin gesagt hast, dass Blau sich optisch überlegen anfühlte in den Fights, das macht sich, bestätigt sich hier so ein bisschen. Die Hatte ich beiden, andersrum gesagt. echt?
Ja, Blau hat das Match an sich, also hat die Punkte immer im Vorsprung gehalten und Twerk fand ich im letzten Match Ich überlegen in fa den oh, Fights. dann hätte ich dir zuhören sollen und dir widersprechen müssen, muss ich sagen. Hier sehen wir das nämlich jetzt ganz gut, warum sich so zur Zeit schon mit diesem Doppel-Guardian hat man quasi einen richtigen Supporter, wenn die auf einem Haufen stehen. Und das scheint so ein bisschen wirklich zu funktionieren. Hier die Teamfights zumindest dominieren sie hart. Wenn wir schauen, sie hatten relativ gleich lange die Capture Points, jetzt gerade SCD Cap auf dem Quarry gewesen. Und wir sehen allein durch die Stomps haben sie jetzt schon 15 Punkte gemacht. Das wird jetzt gleich der 20. Punkt sein. Hier unten hat es gerade 720 erwischt. Und wir sehen den Cap in der Mitte. Das bedeutet jetzt auf jeden Fall eine gute Ausgangsposition hier für Pro, die sich gut positioniert haben. Wir sehen, sie haben hinten den Waterfall im Blick, aber trotzdem stehen sie nah genug oder gut genug platziert, um halt die Mitte zu verteidigen, wenn da jetzt der Engage kommt. Ja, Das und rote auch Team rund um Hesef. gerade Yurantian steht da wirklich in der Position. Er kann einfach von dort oben mit seinem Longbow komplett auf dem gesamten Capture Point treffen. Was bedeutet, er ist überhaupt nicht in irgendeiner Gefahr. Jetzt hier das, was wir kennen, da Was mir kommen jetzt jetzt die aufgefallen, dass er auf Stealth Long. Plays. Dass er mit einem Ranger mit Longbow spielt. Das hat er gerade eben nicht gemacht, Hat sondern er hat er vorhin jetzt nicht darauf gemacht? gewechselt. Nee. Er spielt auch kein Spirit Ranger mehr, sondern Das ist ein vielleicht ganz, ganz interessant. anderes Bild mit Großschwert und Longbow. Und macht vor allem viel, viel Damage hier auf 360. Ich hatte ihn gerade mal so im Blick, um ihn mir anzuschauen, was er da so macht. Damage passt da auf jeden Fall sehr, sehr gut von Oratian. Helseth ist auch down gegangen und hatte sich dann mit dem Portal da wieder gerettet. Hatte er stehen gelassen, bevor sie angefangen haben mit dieser Aktion. Braucht jetzt natürlich unglaublich lange, um sich aus dem Downset da wieder hochzuholen. 360 jetzt wieder im Downset. Also, jetzt muss ich dir zustimmen. Momentan definitiv die Teamfights gehen hier an Pro. Da kann ich dann nicht mehr sagen, das sieht so aus, als würde Twerk dominieren. Tani ist hier jetzt aber momentan, ist von der Mitte gerade zum Waterfall rübergekommen und probiert das hier noch eine Weile Decap zu halten. Ist aber, glaube ich, eine schwierige Angelegenheit gegen drei. Hält sich aber ganz gut, nutzt das Terrain hier auch schön aus, ohne den Punkt wiederzugeben. Hesseth ist jetzt dazugekommen. Spirit probiert jetzt noch ein bisschen auf 720-Jagd zu gehen an der Seite. Und Muffins ist da auch mit drin. Also, dass sich da gerade hier wieder Tani hinbewegt hat, um den Punkt da ein bisschen zu halten, auch wenn das erst sehr aussichtslos gegen gegen drei Leute aussah, hat sich dann doch bezahlt gemacht, weil die haben halt die Mobility in ihrem Team. Die Banker jetzt auch down gegangen, Spirits haben wir gerade gefinisht sehen, Hans Novus jetzt als letzte Defense, also sehen wir dann die beiden Außenpunkte und auch in der Mitte haben wir jetzt auf jeden Fall ein 1v1, also sie sind dann nicht untätig auf dem Punkt. Ja, es gab bisher noch keine Anstalten, irgendwie an den Quarry zu gehen vom roten Team. Der war die ganze Zeit bisher undefended. In Und der Mitte genau jetzt als du das Set of sagst, sieht es Trooper so aus, gegen. als würde sich da Yurantian hinbewegen. Ja, wäre auch mein Move an der Stelle gewesen, nur dass ich den Bunker Ranger machen würde. In der Mitte immer noch Set of Tumor gegen 360. Der kriegt jetzt eigentlich die Unterstützung von oben, Muffins, Tani. Beide bewegen sich jetzt da auf ihn drauf. Und Probieren das so ein bisschen Hesseth hat es vom so Punkt gerade eben nicht fernzuhalten. geschafft, den Decap da zu verhindern gegen Yurantian und ist in einem 1v1. Jetzt bin ich gespannt, sehr, sehr offensiver Ranger gegen einen Mesmer. Ja, Ah, er da wird hier ein zieht sich bisschen der mit Messer Portal zurück. Play. Ja, und er geht auch direkt runter. Tani ist da hinten jetzt drauf. Wird sich möglicherweise den Cap zurückholen. Also überlässt er das ein bisschen den anderen. Wir haben da vorhin gesehen, dass er das Portal da auch hingesetzt hatte. Sehr, sehr interessant. Der Waterfall ist jetzt aber wieder komplett unbeachtet. Niemand defendet, aber die Punkte ticken. Und somit haben sie dann halt in diesem Fall wirklich die Mobility auf ihrer Seite. Und scheint es so gerade einigermaßen Erfolg mit einem Außenpoint-Hold. Was durchaus seltsam ist auf dieser Map. Ja, aber man kann es natürlich auch hier bringen. Die Wege sind jetzt hier nicht unendlich weit. Gerade vom Spawn aus ähneln sie sich relativ, was die Entfernung angeht. Deshalb kann man das durchaus auch hier mal versuchen. Es ist natürlich schwerer zu halten. Das zu bekommen ist nicht so schwer, das zu halten ist das Schwere. Und genau das probiert jetzt Blau hier auch auszunutzen. Oratien bewegt sich auf den Richtung Waterfall und da kommen auch Idibidi Bunker und Hans Nobums dazu und machen hier. Ja, ich habe gerade selber darüber nachgedacht, was ich da gesagt habe. Und 720 hat sehr, sehr viel Damage
geht direkt in den Downstate. Tanny wäre da möglicherweise beim Reißen, wird aber direkt off-point gefeiert. Da kommt dann auch der Decap und ist auch sehr, sehr low. In dem AE steht er da. Da ist dann die Schwachstelle ausgenutzt worden von einem Außenpunkt-Hold. Wenn die sich in der Mitte koordinieren und von da aus ihre Attacke planen, können sie sehr, sehr gut ausnutzen, sich die Richtung auszusuchen, in der gerade die Leute deffen, gegen die sie gut ankommen könnten oder auch einfach mit vier mal. Leuten Storm. Wird es jetzt schwer in der Mitte haben. Hesseth ist dazugekommen, Muffins ist da, aber die Unterstützung von oben kommt halt eben auch. Sie haben jetzt sich den Waterfall zurückgeholt. Das bedeutet, zwei Capture Points ticken zurzeit für Blau. Das sind gerade auch 70 Punkte Vorsprung fast. Und das ist natürlich schön, weil wir uns endlich mal auf Battle of Kylo Match freuen. Die Chancen stehen also zurzeit zumindest nicht schlecht. Sets of Tuma hält die Mitte auch immer noch relativ gut dagegen. Muffins, der immer wieder versucht, die da anzuspringen. Außen liegt jetzt 360 im Downstate, wird allerdings rechtzeitig hochgerissen. EDB die Bunker kann nicht zum Stomp ansetzen. Das heißt jetzt 4 gegen 2 in der Mitte, während sich außen schon wieder Tani versucht, Richtung Waterfall zu orientieren. Das heißt, da wird auch der Angriff gleich wieder stattfinden. Rot zieht sich jetzt hier erstmal ein bisschen zurück, bauen allerdings hinten schon wieder die Gegenoffensive aus. Wir sehen da Muffins und den Necro, Necro 360, so ein bisschen auf der defensiven Tour Richtung Quarry, während halt oben jetzt von Tani der Waterfall gekämpft wird. Könnte richtig Probleme bekommen. 4 Leute rushen jetzt in die Richtung. Hesseth könnte da theoretisch mit einer guten Positionierung gut noch was mit ausrichten, wenn Tani das jetzt hier eine Weile halten kann. Wenn ihr da reingeht, wird er in wenigen Sekunden down gehen. Muffins noch von der Seite. Aber sie sind alle sehr, sehr squishy. Und da haben wir jetzt mit dem Portal 720 dazu geholt. Oh, Hesseth, bitte für den Portal 2 Leute rein. Das war natürlich ein sehr, sehr guter Move. Damit haben sie auch jetzt im ersten Mal nicht gerechnet. Tani jetzt im Downstate. Da wird zum Stomp angesetzt. Kann der Stomp interrupted werden, dann könnte Tani wiederkommen. Der Stomp wurde interrupted. Da wird zum zweiten Stomp angesetzt, der ebenfalls wieder interrupted worden. Jetzt Tani schon fast wieder auf voller HP. Der wird zum dritten Stomp angesetzt. Der Stomp kommt wieder nicht durch. Da war jetzt, glaube ich, 70, der da interrupted hat. Jetzt wird zum vierten Stomp angesetzt. Da kommt der Shadow Refuge. Der kommt auch nicht durch. Und jetzt geht irgendwie die Banker in den Downstate und wirklich Konter-Stomp. 720 ist jetzt aber nochmal wieder hochgekommen. Hat sich gerade gerallied. Jetzt sind alle wieder hoch. Wie haben sie das so lange geschafft, im Downstate da immer wieder zu interrupten? Da lagen 3 Leute im Downstate und eine Person, die da stompen wollte. Und 2 Personen, die dann, ich glaube, noch Muffins gejagt hatten. Das war wirklich sehr, sehr unglücklich gelöst. Ne? 3 Leute im Downstate gegen eine Person ist dann doch ganz gut. Da noch wieder zurückgekommen. Unglaublich gut gemacht. Wir dürfen jetzt aber auch nicht vergessen, dass Pro momentan in der Reichweite ist, um den Lord Rush hier den Sieg zu holen. Und in wenigen und Sekunden die Banker wird gerade das unten, auch Twerk sein. Die Banker unten gerade versucht, den Quarry zu decappen. Übrigens, so einen Namen mag ich. Der spricht sich irgendwie... das spricht sich einfach mega nice als Podcast. Außen jetzt versucht Rot auch hier den Angriff auf die Mitte zu landen. Wir sehen, Hesseth steht da so ein bisschen bereit. Engage da jetzt auch zusammen mit 360 und mit 720. Muffins will hier glatt ansetzen, das Tor ein bisschen kaputt zu machen. Und die sind jetzt halt in der Reichweite. Ja, Tanny ist da auch mit dabei. Da könnte jetzt gleich der Lord Rush kommen. Das wäre auf jeden Fall mal ein nicer Muffins Move. Und das tut instant down gegangen. Urantian tut halt wirklich weh, wenn er da trifft. Wir haben auch schon gesehen, Urantian ist ein bisschen auf Hesseth Kill Duty da. Er ist immer irgendwie, hat er den Auftrag, da sich an Hesseths Arsch festzubeißen und da wirklich ordentlich reinzuhauen, und sie gehen da jetzt rein. Jetzt sie müssen da reingehen. Rot hat es jetzt extrem schwer. 367 zu 450 Punkten. Das heißt, die blauen Punkte ticken. Und wenn sie ticken, dann ticken sie durch. Jetzt muss der Lord Rush kommen. Es wird auch direkt alles versucht. Hesseth hat nochmal ein Portal für die Leute aufgestellt, die noch nachträglich kommen. 466 Punkte. Wir müssen jetzt quasi nur auf die Lebenspunkte und auf die Punkte von Blau schauen. Denn nur darauf kommt es an. Der rote Fürst hat, gutes Drittel HP, gleich gut die Hälfte dieser an HP Lord verloren. Der Decap auf Mortifor kam jetzt auch noch. Dieser Lord Kill muss stimmen, sonst ist dieses Game vorbei. Der muss sich vor allem beeilen. 480 Punkte. Go. Da ist auf jeden Fall ein Interrupt drauf für den hier. Jetzt ist alles Decap. Wir haben nur noch 2 Leute, die da hinten ranschen. Das ist nur Hellseth. Das könnte theoretisch, okay, der Waterfall ist gecapped. Blue Lord, das sieht nicht gut aus. Alle sind im Downstate. Diese Lord-Attacke ist auf jeden Fall nicht gelungen, weil 2 Leute da noch die Decaps geholt haben. Dieser, war aber ein guter Versuch. Es war ein guter Versuch, aber ich hätte glatt gedacht, dass da wirklich alle mitkommen. 360 war down. 360. Und Muffins wurde insta-nuked vom Ranger. Deswegen fehlten die beiden am Ende. Achso, die sind dann schon wiedergekommen. Ja, genau, okay, die waren dann schon wieder auf dem Weg. Sehr, sehr guter Konter für, sehr, sehr guter Konter von Pro hier gegen Twerk.
haben diesen Kill verändert. Und ich freue mich, es ja zu sagen, wir gehen in eine dritte Runde, das Entscheidungsmatch zum ersten Mal hier auf Battle of Kylo. Ja, und da wir jetzt erstmal auf der Karte sind, würde ich sagen, Domi, stell uns doch mal ein bisschen was vor von der Karte Werde ich irgendwie. sofort Sonst machen, mache ich eben das die immer. Punkte anpassen. So, Ja, kein genau. Problem. Battle of Kylo. Wir haben erstmal die drei Punkte. Wir haben die Windmill zum einen. Dann haben wir den Clock Tower in der Mitte und die Mansion. Mansion natürlich Close Point für Blau. Windmill Close Point für Rot. Wir haben in diesem Fall die, sag ich mal, den besonderen Punkt ist der Clock Tower. Denn die Leute müssen erst entweder hier in der Mitte hoch, also an den Seiten, an den Eingängen, hier vorne durch und dann hoch. Also ein hochgelegener Punkt. Was bedeutet, da einen Bunker festzusetzen, ist zumindest bisher in dem ehemaligen Meta war es immer üblich, hier einen Bunker hinzusetzen, der bleibt da. Weil es sehr schwer, meistens sehr schwer ist, da wieder hochzukommen, wenn man nicht ein Messmann, ein Ele oder ein Thief ist. Dann haben wir das Side Objective, das sind die Trebuchets. Trebuchets, jedes Team hat eins und die können von den Punkten dann schießen. Je nachdem, welchen sie schießen, müssen sie, brauchen sie ein bisschen länger. Also können sie mehr Schüsse pro Sekunde auf den Clock Tower landen, als sie das für zum Beispiel den Enemy Close könnten. Was bedeutet, nach einer Zeit, das hatten wir schon mal gesehen, der Enemy Close wurde bebombt, irgendwann ist ein Team, hat einen Schuss mehr drin. Was natürlich ganz gut was ausmacht, denn das Trebuchet macht sehr viel Damage, sowie einen Knockback. Das wird dann beim Clock Tower natürlich immer probiert zu dodgen. Aber man kann diese Trebuchets auch zerstören. Und wenn diese zerstört sind, deshalb gerade ein Messmeister sehr gut, der kann das mit einem Portal hinlaufen, ist direkt wieder da. Für das blaue Team liegt ein Rap-Kit. Oh, warte, Ping, Ping. Da liegt das Rap-Kit für das blaue Team. Und hier liegt das Reparatur-Kit für das rote Team. Also jeweils gegenüber in den Diagonalen. Ja, wir dürfen jetzt auf jeden Fall uns auf ein spannendes drittes Match freuen, weil beide und wirklich beide Matches sind A, verdammt knapp und B, in letzter Sekunde entschieden worden. Ja, Und sowas also ist halt das, was wir haben wollen eigentlich. von den Punkten sah es jetzt gar nicht so aus, als wäre das knapp gewesen, das letzte. Aber es wurde halt durch den Lord, sag ich mal, durch einen versuchten Lord-Kill entschieden. Und dadurch, dass er schief gegangen ist, haben sie verloren. Wäre der Lord-Kill ein Erfolg gewesen, hätten sie gewonnen. Also viel knapper geht es gar nicht. Ein Mob-Kill. Ja, wir haben noch eine ganz kurze Unterbrechung, weil noch zwei Leute aufs Klo mussten. Also, Soll den Teams ja auch mal gegönnt dann sein. können wir vielleicht einfach mal ein bisschen spekulieren. Wen Wer das jetzt hier gewinnt? würdest du denn hier, sage ich mal, den Sieg zuschieben? Ja, das Problem ist, dass wir hier keinen Last-Minute-Finisher haben. So ein Creature-Kill im Wald von Niflhel kann Last-Minute-Finisher sein. Wir reden mal nicht über den Lord, der ist wohl der größte Last-Minute-Finisher ever. Und sowas haben wir halt hier nicht. An beiden Stellen allerdings waren gerade diese Last-Minute-Finisher ein großes Ziel von oder eine große Möglichkeit für Twerk. Wenn ich so drüber nachdenke, der Creature-Steal war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, warum Twerk das erste Match gewonnen hat. Und der Lord hätte der ausschlaggebende Grund sein sollen, um das zweite Match zu gewinnen. Da wir sowas hier Oh nicht Gott. haben. Ich glaube, es wurde Was? geplant für Kylo. Wir haben Miley Cyrus jetzt. Was? Disney Channel Twerk hat Miley Cyrus reingeholt. Wir haben jetzt zwei Thieves. Oha. Der Twerk-Disney-Witz hat sich jetzt vollendet in der dritten Oh Gott, okay. Das hingegen könnte sehr, sehr Map. spannend werden. Getauscht Nichtsdestotrotz. gegen Necro. Ne? Genau, der Wenn ich das richtig Necro. sehe. Ja. Ja, der Necro ist jetzt ein Thief. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das Match ausgeht. Ich tippe allerdings trotzdem. Ja, vielleicht jetzt, okay, der Tiefwechsel hat jetzt natürlich dafür gesorgt, dass sie nochmal ein ganzes Stück mobiler werden, was gerade beim Clock Tower extrem hilfreich sein kann. Sie Schwer zu haben. sagen, ich lege allerdings einen leichten Vorteil in die Hände von Blau. Also, mein Geld geht auf jeden Fall auf Twerk. Allein schon, weil sie mit zwei Dieben spielen. Gib's doch zu, nur Die darauf geht's hier. Mobility ist krass. Sie haben zwei Diebe, die porten können. Sie haben Hellseth, die porten können. Die haben einen sehr mobilen. Sind allerdings noch squishier geworden, was die Teamfights nicht unbedingt besser macht. Gut, wir schauen in den Split. Wir sehen, Miley Cyrus, der erste Thief, geht hier zum eigenen Close Point. Der andere setzt sich direkt ans Trebuchet. Auf der anderen Seite sehen wir Hans Nobums, der sich hier Richtung
dem einen Capture Point bewegt und Oratien, der hier so ein bisschen versuchte zu crossen. Und wir sehen drei Leute direkt von Rot, die hier engagen auf den Enemy Close Point. Ja, und aber auch zwei, da kommt auch direkt der erste Trebuchet-Schuss, der hier ein bisschen zwei, die das dann anders soll machen. Miley Cyrus muss hier direkt. Und Brita Hans Nobums direkt in den Downstate. Half-Life hat ein Portal gestellt, um dann direkt wieder Richtung Mitte sich begeben zu können. Den Enemy Close Point haben sie zumindest schon mal sicher von Rot. Allerdings, ja, allerdings und es wurde getauscht. Miley Cyrus musste sich hier zurückziehen. Aber Hellseth ist jetzt, oh, hat er die Mars Invisibility geholt. Deshalb Spirit wird jetzt probieren abzuhauen und Miley Cyrus will sich mit Itty Bitty Bunker hier messen. 720 ist da unten und beschäftigt noch zwei, während, was macht Hellseth? Hellseth probiert sich gerade in der Mitte. Das hier wird ein schwieriges Match, dem zu folgen, weil so viel Mobility auf Seiten auf Seiten von Twerk. Oder TP, wie sie plötzlich alle repräsenten. Aha. Wo plötzlich sind sie Team Pugging? So, so, so. Das wechselt hier also im Sekundentakt. Oder ist das noch Paradigm? Haben sie nee, das ist Pugging. Ich habe gerade nachgeguckt. Also. Ich habe gerade nachgeguckt. Das ist Pugging. Auch nicht schlecht. So, wir haben jetzt momentan die Mitte immer noch für Two Matters Ahead. Ich weiß nicht, wie. Das wird schwierig, die Mitte wegzunehmen. Denn sie werden darauf einfach, glaube ich, sitzen bleiben. Sie werden darauf sitzen bleiben. Hans Nobus bekommt ganz gut Damage, aber auch Sense of Tumor ist ziemlich down. Es wird jetzt ausgenutzt, dass er einfach von der Seite da ganz gut reinschießen kann und da ein bisschen Damage lässt. Euratien hat jetzt am Trebuchet Muffin gelegt, der sich da versucht hochzuresen und jetzt auch noch von Tani gerest wird. Da hat Euratien nicht zum Stomp angesetzt. Das macht sich jetzt hier dieses Liegen lassen, macht sich jetzt quasi bezahlt fürs rote Team. Muffin steht wieder. Geht er die direkten One-on-One-Fight unten? Fast, wenn sich hier jetzt Hans Nobus und. Oh ja, da kommt der 4 und da kommt der D-Cap jetzt auf die Mitte. Wir haben auf jeden Fall schon mal die gleichen Punkte an der Seite. Wir sehen jetzt hier, glaube ich. Ist es Euratien? Nein, der ist nicht an der Seite. Der ist da wieder am Trap, denn Muffins hat er noch. Nee, Miley Cyrus hat da jetzt Schüsse und Muffins ist da nur zum Defensiven. Also wird der Close Point jetzt absolut alleine gelassen, was möglicherweise jetzt hier von Sense of Tumor ausgenutzt wird. Und derweil sehen wir sonst den Kampf in der Mitte stattfinden. Spirit, Hans große Probleme gegen Nubums die zwei. Geht jetzt hier zum Rest für Euratien. Das geht allerdings nicht ganz durch. Wird er gestompt, Stealth von Miley Cyrus. Und jetzt probiert Hans Nubums hier noch kurz das Trebuchet wegzuräumen. Vielleicht der beste Move gegen diese beiden Thieves. Allerdings können die sich natürlich auch schnell das Repair-Kit besorgen. So ist es nicht. Rot hat jetzt zwei Punkte. Unten das Anwesen wurde nicht richtig angegangen und die Mitte ist jetzt übergegangen in ihre Hände. Das bedeutet, sie haben, obwohl sie einen 2 gegen 1 Fight außen gemacht haben, also eigentlich ein Negativ-Trade für sie, die Mitte sich jetzt organisieren können. Hier ist jetzt Sense of Tumor, der versucht, sich das wiederzuholen. Aber gegen Muffins und gegen Tani, Ranger und Thief, das wird, glaube ich, sehr, sehr schwer da für den Warrior. Wir haben jetzt kommt noch Hellseth mit dazu. Einen Sword Dagger Standardbild auf Seiten von Miley Cyrus. Okay, das hast du dir jetzt also quasi in deiner Freizeit gerade durchgeguckt. Ja, genau. Oh, Hellseth bekommt jetzt unglaublich Schaden, nutzt aber das Portal, um dann wieder rauszukommen und nicht möglicherweise einfach durch ein bisschen AE an der Seite down zu kommen. Ratien hat sich jetzt quasi in den Konter-Trebuchet gesetzt, wenn du so möchtest. Und jetzt kommt Miley Cyrus an und versucht, das Trap zu zerstören. Auch ein sehr, sehr interessanter Move. Die beiden haben sich da jetzt scheinbar gefressen gerade. Und wir sehen sehr, sehr Itty-Bitty-Bunker. Der bleibt da einfach. Der will das nicht hergeben. Der macht gar nichts. Der steht und rollt ein bisschen durch die Richtung. Sehr interessant. Ja, man merkt, dass Itty-Bitty-Bunker da dann fehlt. So ein bisschen. Jetzt ticken die Punkte zugunsten vom roten Team und so langsam sieht es auch so aus, als ob sie sich hier so ein bisschen absetzen können. Die Bunker, jetzt bewegt er sich vom Punkt runter. Nein, er bleibt immer noch stehen. In der Mitte jetzt hat es Nubums ebenfalls komplett gedown, Spirits im Downstate. Fast down dabei. Sie holen sich jetzt hier den Punkt wieder komplett zurück und da probiert sich Sense of Tumor mal die Menschen zu holen. Muffins ist aber direkt da und Hellseth wird ihn da jetzt unterstützen, also das wird nichts. Das ist so ein bisschen ein Match Bunkern gegen Mobility. Runtian wurde jetzt gerade gestormt von Miley Cyrus, der jetzt das Trebuchet down machen will. Hier hat er jetzt halt, Sense of Tumor wird nicht viel Chance haben, auch wenn er relativ tanky ist. Ist jetzt die Frage, wo werden sich jetzt hier Spirits und Hans Nobus hinbewegen? Die Bunker steht noch immer an der Windmill. Muss da, jetzt bewegt er sich so langsam mal ein bisschen weg vom Punkt. Muss da jetzt auch eingreifen in die Fights, ansonsten wird das jetzt nicht. Jetzt kommt er direkt oben hin. Jetzt wird Tani im Fokus liegen. Von allen kriegt er jetzt von drei Leuten sehr, sehr viel Damage drauf. Und auch 720 ebenfalls hier so ein bisschen mit dem Fokus. Glaube ich, gerade aus Versehen runtergedodged. Und ich bin ziemlich davon überzeugt, wenn sich hier
Hans, nee, Edibidi Banker dazugesellt, haben sie keine Chance, die Mitte zu halten. Jetzt muss irgendjemand mobil sein und sehr, sehr schnell zur Windmill kommen, um da den Punkteausgleich zu machen. 720 ist jetzt hier down, hat in letzter Sekunde den Refuge bekommen. Miley Cyrus probiert jetzt hier zu reisen, geht aber alleine vom Das AE ist der down. Punkt, den ich meinte mit, dass es einfach zu squishy sind, um den Fight hier zu stehen gegen Blau. Ja, sie Deshalb. sind zu squishy, haben aber die Mobility, was bedeutet, sie müssten, sag ich mal, gegen das Verlieren der Teamfights anrotieren, gar nicht probieren, in die Leute reinzugehen. Da hatten sie jetzt den Fehler. In der Sekunde, in der Edibidi Banker dahin da oder gesehen wurde, dass er da ist, müsste irgendjemand auf dem Weg zum Enemy Close gewesen sein. Und jetzt haben wir so ein bisschen Abtausch, dass Sense of Tumor sich jetzt hier einfach hinstellt. Und sie müssen jetzt wieder den Midfight einmal gewinnen. Und in der Zeit könnte es theoretisch sein, dass bis das passiert, sie mit vier Leuten als Death hier jetzt ein bisschen Vorsprung aufbauen. Aber jetzt sieht es so aus, als würden wir eine Zwei-Personen-Attacke auf Sense of Tumor hier in der Windmill haben. Wir haben gerade schon gesehen, dass Sense of Tumor gegen drei Leute relativ gut standgehalten hat. Jetzt vielleicht gegen zwei das sogar so lange halten kann, bis eventuelle Verstärkung eintrifft und die kommt. Die kommt sowohl für Rot als auch für Blau. Da orientieren sich jetzt gerade fast alle Spieler bis auf Hellseth Dann wird und die direkt ihr Banker, die da die Fokus Punkte auf halten. Sense of Tumor umgeschwenkt. Und auch Hans Nobus hat schon die Hälfte seiner HP verloren. Spirits da auch sehr, sehr low gerade. Wird er Ja, aus. war Achso, nee, Deathshroud. war in der Deathshroud. Okay, ja, da habe ich nichts gesagt. Das war ich ein bisschen verwirrend in der Ja, Anzeige. Da sollten sie sich noch was jetzt ausdenken im ist Spirit TBI. sehr, sehr low. Und auch im Downstate. 720 hat er den Rest angesetzt, aber da wurde direkt von Sense of Tumor wieder hochgeholt. Jetzt sind sie natürlich darauf aus, da was zu schaffen. Ist die Frage, wird Hellseth sich dann noch weiter mit Edibidi Banker prügeln oder wird er ihn da joinen? Wird möglicherweise noch jemand einen Backcap machen und dann wieder auf die Menschen gehen? Weil solange Hellseth hier noch irgendwo ist, werden die Menschen nicht so schnell holen, zumindest nicht ohne dass sie es wissen. Spirits hier wieder in den Downside. Hans Nobu jetzt, der Urantian im Downside. Jetzt könnte theoretisch mit Bomben auf jeden Fall Hans Nobus noch darum gehen und Spirits ist auch nicht so, dass er jetzt noch einen Rest ansetzen könnte. Jetzt ein paar Cluster-Bombs da rein, alle drei in den Downstate. Wunderbar Jetzt gelöst jetzt. nacheinander weggefinisht, was sehr, sehr viele Punkte bringt, allein durch die Finishes und natürlich auch durch den Decap und den daraus resultierenden Cap auf Dauer. Da wird jetzt Set of Tumor nicht lange Oh, wie ist Hans gegenhalten können. Nobums denn da wieder rausgekommen? Das habe Oh, ich gar keine nicht Ahnung, kann ich dir mitbekommen. so nicht mal sagen. Aber Sense Aber. of Tumor hier jetzt auch noch down, wird als letzter gefinisht. Bringt nochmal 5 Punkte. Die Mansion ist immer noch Hellseth, hat da immer wieder Oh, ein die Auge Mitte hat drauf. Hellseth Und decapped. Nice. ja, und jetzt werden sie, glaube ich, auch auf die Mitte gehen. Miley Cyrus direkt da rein. Hans Nobus ist sehr, sehr knapp vorm Tod, wird jetzt in wenigen Sekunden down gehen. Sie sind da mit drei Leuten. Tani wird sich jetzt, glaube ich, ein bisschen defensiv auf dem Enemy. Nein, wird sich nicht ausruhen. Hätte glatt gedacht, er würde da ein bisschen stehen bleiben. In der Mitte jetzt aber wird auf jeden Fall noch der Cap kommen und dann haben sie einen kurzzeitigen Three Cap, was natürlich dann sehr, sehr viel ausmachen wird. Ja, aber starke Attacke jetzt auf die Menschen. Sie müssen sich zurückziehen. Miley Cyrus ist da an der Seite down, aber unsichtbar. Oder war zumindest unsichtbar und hätte sich da vielleicht ewig wieder hochholen können. Probiert auch, Naja, sich da wo sie wieder auch so hochzuholen. hoch. Wird Das sieht sogar so völlig aus, als ob das ignoriert. durchkommen 720 kann. an der Seite. Auf jeden Fall ist jetzt der Decap dran, aber es ticken immer noch zwei Punkte. Und 720 ist jetzt im Downstate. Miley Cyrus wurde wieder hochgeholt. Muffins nahezu down, ist er fast am Falling Damage noch gestorben. Probiert sie jetzt ein bisschen hinter den Gebäuden zu verstecken. Und jetzt, ja, auf jeden Fall haben sie jetzt. Oh, da sind beide vom Punkt runtergegangen, konnten sich nicht ganz entscheiden. Ist auch wieder eine Sekunde kein Punkt. Aber in der Mitte verstärken sie das jetzt. Aber ich glaube nicht, dass sie den Fighter gewinnen werden. Und das ist auch sehr gut, weshalb Muffins hier schon direkt wieder auf dem Punkt ist. Er wurde allein gelassen. In der Mitte kommt jetzt die Attacke von Pro, die darauf gehen werden. Und den Kampf werden sie, glaube ich, nicht gewinnen, obwohl sie hier sehr, sehr gut mit Sense of Tumor klarkommen. Hans Nobus geht da noch rein, sind jetzt auf jeden Paris Fall hat sich 4 noch gegen schön 3. ihr Decap an der Windmill geholt, also 3 so, gegen dass die 3. Punkte nicht zu stark für das rote Team ticken. Man muss allerdings sagen, oh, jeder Punkt zählt jetzt gerade für Blau. Das wird eine knappe Sache. 454 zu 344. Sie trennen also knapp 110 Punkte. Zurzeit kein einziger Punkt gecapped. In der Mitte sehen wir jetzt eher so ein bisschen die Tendenz zu Blau. Außen liegt dort Hesseth im Downstate. Set of Tumor will von unten finishen. Das scheint nicht zu funktionieren. Interrupted von Hesseth. Jetzt währenddessen konnte Tani zumindest ein bisschen den Punkt cappen. Blau hat sich jetzt hier den Menschen gesichert, das heißt Punkte zurzeit nur für Lässt Blau. es aber auch Boah. undefended und das ist sehr, sehr gefährlich in einer Situation mit so vielen Roamern, weil in der Sekunde, in der jetzt Muffins wird jetzt gleich down gehen, Hesseth wird gleich down gehen, die werden respawnen und sich direkt die Menschen wiederholen, nehme ich an. Und die Windmill jetzt fast gecapped fürs blaue Team. Wir sehen hier das 2 gegen 2, Hans, Nubums und Spirits gegen 70 und Miley Cyrus 70 jetzt seit 720 jetzt da im Downstate. Hans Nobus aber auch Hans im Downside. Nobus. Der Knockback Oh. hindert Miley Cyrus da dran und da Oh, kommt da der kommt der Storm. Interrupt Oh. nicht rechtzeitig.
Und dann kommt Hans Nobus wieder zurück und das bedeutet, die Windmill geht ebenfalls an Blau. 392 zu 454 Punkte. Zurzeit tickt kein Punkt für Rot. Wie sieht das in der Mitte aus? In der Mitte haben wir 9 gegen 1 Tani Idibidi Banker. Das kann noch eine ganze Weile dauern, wenn Idibidi Banker sich da nicht verpunktet. Jetzt kommt Set of Tumor dazu. Das heißt, Idibidi Banker geht weg. Set of Tumor übernimmt das Ganze. Der Decap allerdings auf der Windmill hat wieder stattgefunden. Hesseth war da, glaube ich, mitbeteiligt an der ganzen Sache. Ja, und jetzt sind vier Leute an der Windmill. Wieder, oh, das könnten sie theoretisch sehr, sehr gut dazu nutzen, da jetzt kurz noch was zu drehen mit dem Mitpunkt, wenn sie sich da schnell hinbewegen würden. Aber auf jeden Fall der Menschen. Muffins hat sich jetzt unten ein Decap auf die Menschen und wahrscheinlich gleich auch den Cap geholt. Da macht auch Euratien sich direkt auf den Weg hin. Das könnte noch eine verdammt knappe Sache werden. Jetzt wieder alle Punkte Decap. Die Mitte jetzt 2 gegen 1 fürs blaue Team. Die wollen das jetzt wissen, das vielleicht Tani von Fuchs oder Tani macht das Windmill aber extrem gut. Das wird sich an der Windmill entscheiden. Hans Nobus ist da drauf und probiert den Punkt weiter zu halten. Nur noch ein Tick, dann ist die Sache gelaufen. Da darf sich keiner mehr runterlocken lassen. Nee, das ist eine Illusion. Ich dachte gerade, Hesseth wäre AFK. 720 ist jetzt noch auf Punkt Miley Cyrus an der Seite. Nutzt da immer ein ganz bisschen was rein. Idibidi Banker ist jetzt gerade in den Downset gegangen. Da kann er nicht unbedingt so einen Rest ansetzen. Hans Nobus ist sehr weit drin. Schafft das aber mit dem Knockback, das dann doch noch in letzter Sekunde zu schaffen. Möglicherweise jetzt noch ein Knockback. Nein, in letzter Sekunde Miley nicht Miley Cyrus aus dem Downset. Stomp angesetzt und jetzt auch noch, hat sich nochmal weggepottet, aber wird einfach down gedamaged. 720 könnte das jetzt möglicherweise noch ein ganz bisschen halten. Hesseth gibt aber jetzt die Menschen nicht mehr her und das bedeutet, dass das Match wohl entschieden ist. Das sind jetzt nur noch knappe 15 Punkte, die werden über den Punkt unten geregelt. Wird es aber probieren. Oh. Es ist zumindest der Versuch. Der Versuch ist da, aber er wird es schwer haben gegen Muffin und Lord Hesseth. Die machen beide so verdammt viel Damage. Vor allem muss er den Decamp dazu anbringen. Unglaublich viel verpasst direkt, aber da müsste noch jemand sein. Einer reicht nicht, Hesseth ist da, Muffins ist da, der macht jetzt auch hier den schönen Teleport-Stomp und da haben sie es geholt.